Caramba, Karo, Banane. Olafs Club Nummer 4. Und wir haben heute Gäste, also hinter denen muss und will ich mich überhaupt nicht verstecken. Ich freue mich, dass sehen Konrad Stöckel, Ivan Thieme, Mirja Regensburg, Rolf Miller und sogar Friedemann Weise. Wir fangen an. Yeah! Hui! Hallo, herzlich willkommen hier bei Olafs Club. Wir haben jede Menge hochmotivierte Künstler und ein hervorragendes Publikum. Es ist uns eine Freude, hier auftreten zu dürfen. Und wir wollen natürlich wie immer die Probleme nicht gänzlich aussparen. Das momentan alle beschäftigende Thema ist ja also die Frage, wie können wir die Wirtschaft wieder ankurbeln? Es geht ja immer darum, Krise, die Auswirkungen, die Folgen, die Risiken und Nörgel, Winsel, Ächz und Stöhn. Man muss aber auch mal fragen dürfen, ich meine, ist denn eine Krise jetzt wirklich so schlimm? Also meine Ehe zum Beispiel, die ist seit 10 Jahren in der Krise. Ja? Und ich finde, es läuft top. Ja? Also... Also wenn wir die Krise nicht hätten, wir hätten uns schon lange getrennt. Also die schmiedet uns zusammen. Und Krise in der Wirtschaft heißt ja jetzt nicht automatisch, dass irgendwie alles zum Erliegen kommen muss. Es geht ja trotzdem weiter. Also auch während der Krise können ja zum Beispiel die Mieten trotzdem steigen. Und man muss aber natürlich sagen, wie können wir die Krise oder anders gesagt, wie können wir die Wirtschaft nun irgendwie wieder hochfahren? Und das liegt an uns allen, denn es geht ja um den Konsum. Und wenn man sich jetzt umschaut beim Einzelhändler oder im Internet, es gibt ja so mega Tolles zu erwerben. Also hier Elektrozeugs, es gibt Handys, Games, Beamer, irgendwelche Alexas, Flatscreens, iWatches, Apple Tracker, Scanner, Sneaker, Gedöns, Turbo, Style, Obst, alles mega. Also wirklich geiler Stoff. Es ist faszinierend. Und das einzig Tragische ist ja, dass ich das alles leider nicht brauche. Ja? Und ich weiß, das ist mein Versagen. Also ich bin da auch persönlich enttäuscht von mir. Ich hätte von mir mehr erwartet. Und es gibt nur einen Ausweg. Man muss sich dann eben auch mal zum Konsum zwingen. Ja, das ist wie beim Sex. Es ist alles eine Frage der Überwindung. Und das hat ja auch... Karl Marx, der Bärtige aus Chemnitz, er hat ja damals schon geschrieben, wenn man will, kann man viel mehr kaufen, als man muss. Also anders gesagt, man kann viel mehr konsumieren, als man muss, wenn man will. Also ich weiß nicht wirklich, ob es von Karl Marx ist, vielleicht war es auch Lenin oder Hitler oder sogar ich, keine Ahnung. Und man hat ja damals... 2008 auf die Finanzkrise sehr gut reagiert mit der Autokaufprämie. Der Deutsche hat sich wirklich hervorragend verhalten. Autokaufprämie, zack, und sofort hat er die Opels erworben. Und so würde ich es also auch heute wieder machen. Autokaufprämien, aber auf alle Produkte. Also auf Schlüpfer, Autokaufprämie für Äxte, für Gartenstühle, für, was weiß ich, auch mal für größere Anschaffungen wie Flugzeugträger. Ja? Also viele sagen dann bestimmt, Mensch, da kaufe ich mir eben mal ein neues Atomkraftwerk. Das alte ist zwar noch gut, aber wenn es eine Prämie gibt. Ne? Und wir müssen da also ganz bewusst Grenzen überschreiten. Ich meine jetzt nicht die Grenzen des Anstands oder des guten Geschmacks, sondern ich meine das schon eher grenzüberschreitend im geografischen Sinne. Ne? Denn wann hatten wir den größten Wirtschaftswachstum? Richtig, nach dem Weltkrieg. Und dort müssen wir wieder hin. Ich weiß, das klingt erstmal ungewohnt, aber das wird man immer mal feststellen dürfen. Ja, also es darf da keine geistigen Berührungsängste geben. Und wegen meiner Vision nennt man mich ja nicht umsonst Olaf, der besonders Wirtschaftsweise. Und ich habe mich jetzt natürlich mit Absicht so ein bisschen extra nochmal so genannt, also Olaf, der besonders Wirtschaftsweise, denn unser erster Gast heißt auch Weise. Also, jetzt im Vornamen natürlich nicht Olaf, der besonders wirtschaftsweise, sondern er heißt Friedemann Weise und wir sind beide keine Waisenkinder.
Ich verrenne mich, aber trotzdem, es ist eine Spitzenüberleitung. Also da muss ich sagen, jawohl. Weise. Ich bin sonst immer einer, der sich für Applaus bedankt, aber hier nicht, weil der war einfach angemessen. So, also freuen wir uns auf ihn. Ich persönlich bin happiest, dass er hier ist. Friedemann Weise. Ich war schon mal hier gewesen und durfte ich genau in der Mitte von der Bühne spielen. Naja, geht nicht immer nur, ist eine schwere Zeit für alle, aber ihr seid wirklich das beste Publikum, was ich seit 3 Monaten hatte, meine Damen und Herren. Ist wunderbar. Ich glaube, der Regisseur ist gerade im Ü-Wagen umgefallen, weil er mich nicht sieht, aber hört. Und seine Frau hat gesagt, wenn das nochmal passiert, dass du Sachen siehst, die du gar nicht hörst, dann komm lieber schnell nach Hause. Dann ist der Ü-Wagen jetzt schon weggefahren. Im Hotel war ich eben eingecheckt, da so eine lange Liste muss man jetzt ausfüllen. Beruf wieder ausfüllen, das hatten wir doch seit 10 Jahren nicht mehr beim Hotel. Habe ich Komiker natürlich rein. Tut mir leid, dass du nichts sehen kannst, hätte ich ja da hinsetzen können. Ich hätte auch lieber in der Mitte gearbeitet, junge Frau oder Mann oder was immer da sitzt. Da muss ich Beruf reinschreiben, habe ich natürlich Komiker und Tänzer reingeschrieben. Der Mann hat gesagt, Komiker, ach, Sie sind Komiker, dann erzählen Sie doch mal einen Witz. Und ich habe gesagt, ja, was wäre, wenn ich zum Beispiel Arzt wäre, ich hätte Ärztin geschrieben, dann hätten Sie doch auch nicht gesagt, ja, erzählen Sie mir mal einen Witz. Der hat den auch nicht verstanden. War eigentlich ein guter Witz, ne? Habt ihr gemerkt, war sogenannter Meta-Humor, das kennen hier manche gar nicht oder haben die vergessen. Ich zum Beispiel habe den Witz selber nicht verstanden. Als ich ihn gemacht habe, habe den gemacht und dachte, was für ein guter Witz, den ich noch nicht mal selbst verstehe. Das ist mir selbst noch nie passiert, außer hier in Fernsehen, meine Damen und Herren. So, mein nächster Song heißt Mein Personal Coach wird seit gestern vermisst. Mein Personal Coach wird seit gestern... Muss man das hier erklären, Personal Coach, was das ist? Muss man hier wahrscheinlich nicht. Vielleicht zu Hause für die am Fernsehen ist sowas wie Bewährungshelfer, den du selber freiwillig bezahlst, obwohl du nichts gemacht hast. Oder sagen wir mal sogar, weil du nichts gemacht hast. Weil du nichts, holst dir einen Personal Coach, bezahlst ihn, dann geht er mit dir morgens um 6 laufen und macht dir einen Ernährungsplan. Ist wie eine Domina, aber ohne Passwort. Wenn du da sagst morgens, nee, komm, 6 Uhr, auf keinen Fall gehe ich heute laufen und in Kraftraum, dann kommst du da nicht raus. Du zahlst ja dafür, den Personal Coach. Damit er das mit dir macht. Wer hat hier von euch einen Personal Coach? Alle? Oh, wow, das ist mir aber noch nie untergekommen. Nur du nicht, okay. So, Freunde, schön, dass wir uns so lang verplappert haben hier. Ich wollte auch einen Song spielen, aber pass auf, der ist echt traurig. Ist nicht Lachen, nicht so viel Lachen da hinten, okay? Mein Personal Coach wird seit gestern vermisst. Mein Personal, weißt du, jetzt haben alle Personal Coach. Alle, ihr ja auch alle. Meine Kollegen, hier spielen ja auch so junge Kollegen manchmal. 25 Jahre haben die schon Personal Coach. Mit 25 Jahren haben die Typen, den zahlen die dafür, dass der die morgens um 6 Uhr anruft und dann gehen die Kraft machen oder Kondition oder Cardio oder ich kenne mich damit nicht aus. Ich weiß nur, ich hatte sowas nicht, als ich 25 war. Wenn ich da irgendwem Geld gegeben habe, der um 6 Uhr morgens vorbeikommt, dann hatte der aber Drogen dabei, meine Damen und Herren. Das kann ich Ihnen aber garantieren, so war ich ein Wirtschaftsweiser bin. Mein Personal Coach wird seit gestern vermisst. Habe ich schon gespielt? Nee, ne? Muss ich nochmal. Die haben, ja, jetzt aber, okay. Mein Personal Coach wird seit gestern vermisst. Fängt instrumental an. Mein Personal Coach wird seit gestern vermisst. Sein Handy ist aus, keiner weiß, wo er ist. Er wollte nur kurz Vitamine holen gehen. Mit dem Plan ging er los und wurde nie mehr gesehen. Mein Personal Coach wird seit gestern vermisst. Sein Handy ist aus, keiner weiß, wo er ist.
Das sieht alles gar nicht so aus nach ihm. Eigentlich verpasste er nie einen Termin. Mein Personalcoach wird seit gestern vermisst. Die Mailbox geht ran, doch er meldet sich nicht. Seit gestern Abend fehlt jegliche Spur. Dabei hatten wir heute einen Termin um 4 Uhr. Mein Personal Coach wird seit gestern vermisst. Sein Handy ist aus, keiner weiß, wo er ist. Ausgerechnet jetzt, wo er mein Pensum erhöhen wollte, schade. Ausgerechnet jetzt, wo ich kein Alkohol mehr trinken sollte, schade. Ausgerechnet jetzt, wo er seine Preise erhöhen musste, Mist. Ausgerechnet jetzt, wo ich von seiner Affäre mit meiner Freundin wusste, Ausgerechnet jetzt wird er vermisst. Was für ein Pech. Was für ein Pech. Und jetzt alle klatschen. Tschüss. Dankeschön, vielen Dank. Friedemann Weise. Wir haben ja heute Themenschwerpunkt Wirtschaft. Was wir aber nicht vergessen wollen zu erwähnen, ist natürlich, falls jemanden irgendwo im offenen Raum ein herrenloser Personal Coach zuläuft, bitte bei Friedemann Weise abgeben. Wir verhandeln noch über Finderlohn. Um den Themenschwerpunkt Wirtschaft nochmal anzusprechen, es gibt ja jetzt den Kinderbonus. Ich glaube 300 Euro pro Einheit. Und das klingt natürlich erstmal gut, aber wenn man ins Detail geht, muss man natürlich feststellen, es ist im Endeffekt ungerecht. Denn besserverdienende, alleinstehende Millionäre werden wieder mal benachteiligt. Ich meine, wo soll ich jetzt so schnell ein Kind herkriegen? Ja? Die Wartezeit ist nach wie vor bis zu 9 Monate. Und zweitens, dieser Bonus ist ja einmalig 300 Euro, aber die Folgekosten des Kindes, die fressen ja diese Boni ja komplett wieder auf. Denn Kinder liegen einem ja nicht nur am Herzen, sie hängen an der Brust, sie hängen am Rockzipfel und den Rest des Lebens am Geldbeutel. Und die entscheidende Frage ist, danken Sie es? Nein. Und das sehe ich auch bei meinem nächsten Gast. Er belustigt sich über seine Eltern, hier in der Öffentlichkeit. Er spottet ihrer und da muss ich durchgreifen. Ich habe gesagt, zack, Stubenarrest und zur Strafe muss er jetzt hier bei Olafs Club auftreten. Schauen wir ihm dabei zu. So viel Strafe muss sein. Er ist hinten, er kommt jetzt raus. Ich freue mich, dass er hier ist. Hoffentlich ihr auch. Ivan Thieme. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, das ist sehr lieb. Mein Name ist Ivan, ich freue mich riesig hier zu sein. Ich bin Student. Wo sind meine Studenten? Oh, das war teilweise traurig. Du bist glücklich. Du hast, Hilfe. Alles gut. Vielleicht kennt ihr das, als Student muss man ziemlich viel jobben. Ich habe eine sehr lange Zeit in der Eisdiele gearbeitet. Und da kann man perfekt beobachten, wie Eltern ihre Kinder erziehen. Wer hat Kinder mal klatschen? Auch wieder. Einige sind stolzer als andere. Nein. Einmal habe ich Eis verkauft, so ein Kind hat gesehen, dass ich Eis verkauft habe und war so, Mama, ich will jetzt Eis, fort, jetzt Eis. Und die Mutter, ich habe noch nie sowas gesehen, sie war so, gelbe Karte, Sören, sie hat dem Kind eine gelbe Karte gezeigt. Ich konnte es nicht fassen, auch aus diesem Schubfach hier. Sie hatte so die rote schon ready, sie war so, ey, gelbe Karte. Und Sören war ein mieser Gangster, weil Sören hat sich auf den Boden geschmissen, hat angefangen rumzuschreien und jeder hat plötzlich geguckt und die Mutter wusste nicht genau, wie sie damit umgehen soll. Also hat sie Sören hochgehoben und hat ihm eine Kugel Eis gekauft. Und ich habe mich schrecklich gefühlt, diese Kugel Eis zu machen, weil Sören hat sie nicht mal ansatzweise verdient, nicht mal ansatzweise. Das Witzige an der Geschichte ist, dass ein anderes Kind gesehen hat, dass genau diese Taktik funktioniert hat. Also Mama, ich will auch ein Eis. Wie er, jetzt Eis, sofort. Jetzt Eis, wie er, jetzt Eis, jetzt, sofort Eis. Und ich werde niemals vergessen, was die Mutter gemacht hat. Niemals. Für mich war sie ein Held. Sie geht zu mir, kauft eine Kugel Eis, geht zurück zum Kind, lehnt sich so leicht zum Kind runter und sagt so, ja, also ich kann mir das leisten und geht einfach.
Sie war weg. Also kennt ihr das? Einige Eltern blöffen so, die gehen 20 Meter, kommen wieder zurück. Die Frau ist in die Bahn eingestiegen. Sie war so, scheiß auf dieses Kind, ich mache ein neues, gar kein Problem, Alter. Oh Mann, ich komme ursprünglich aus der Ukraine. Ich bin jetzt seit der 3. Klasse hier in Deutschland und ich musste erst Deutsch lernen. Und ich finde, Deutsch ist eine furchtbare Sprache, um Gefühle zu zeigen. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schule war, aber wenn man bei uns jemanden mochte, dann hat man oft sowas gesagt wie, hey, ich will etwas von ihr oder von ihm. Das habe ich lange Zeit einfach nicht verstanden, dieses Sprichwort. Einmal kam so ein Mädel zu mir und so, Mensch, Ivan, du bist ja ganz gut befreundet mit dem Fabian. Ich will was von ihm. Kannst du ihm das nicht ein bisschen sagen? Und ich war so, ja, was willst du denn von ihm? Vielleicht kann ich es dir geben. Also, sie sagen, nein, Ivan, alles gut, du kannst mir nichts geben. Ich habe eine ukrainische Mutter. Meine Mutter ist so, was Schule, was Erziehung angeht, sie gehört zur alten Schule. Sie hat mich wirklich viel strenger erzogen. Das habe ich einfach gesehen, weil ich bei anderen Kumpels war zu Gast und gesehen habe, wie die Eltern so drauf sind. Meine Mama war wirklich strenger. Also wenn ich bei einem Freund war, dann haben die Eltern so geklopft. Sie haben das Konzept Türklinke verstanden. Versteht ihr, was ich meine? Also es war so angenehm. Meine Mama war immer der Terminator. Hier ist, wie sie jedes Mal ins Zimmer reingekommen. Die ist so, bam. Sie war wirklich... Ihre Augen waren rot, das war crazy. Also so, man musste die ganze Zeit vorbereitet sein. Ich weiß nicht auf was, aber man musste vorbereitet sein. Sie war so, bam, Ivan, ist das eine 3-? Wie oft habe ich dir gesagt, du musst mehr für die Schule machen? Und ich wusste, sie meint es ernst, weil sie hat auf die Muttersprache gewechselt. Man weiß, sie sind ernst, wenn Eltern in der Muttersprache reden, sie so, mit der Schule splittiert, verdrückt, das Bad Podvalje. Übersetzt heißt es sowas wie, muss ich nochmal wiederkommen, passiert das nochmal, schläft dein Freund im Keller. Und mein deutscher Freund Michael war sowas nicht gewohnt, ich schaue nur so an, der ist vom Zittern. Was hat deine Mom gesagt, warum hat sie mich gezeigt? Und ich so, ja, sie hat gesagt, wenn du irgendetwas brauchst, sag einfach Bescheid. Er war so, wirklich, das hat sie gesagt, ja, du bist hier jederzeit willkommen, Michael. Sie liebt dich, sie wünscht sich einen Sohn wie dich. Ja. Was ich meiner Mom lassen muss, dass sie sich wirklich versucht hat zu integrieren. Sie hat sich wirklich Mühe gegeben. Sie hat nicht nur Deutsch gelernt, sie hat zum Beispiel auch die deutschen Bestrafungsmethoden übernommen. Okay. Hausarrest war immer die schlimmste Bestrafung, die man bekommen konnte, so finde ich. Also, und meine Mom kam in mein Zimmer und meinte so, Ivan, hör zu, deine Noten wurden nicht besser, ich muss dir Hausarrest geben. Und ich musste so tun, als ob ich verletzt bin, weil ich habe so Fernseher angemacht. Ich so, okay, dann habe ich Hausarrest. Aber dann habe ich verstanden, sie hat das Konzept von Hausarrest noch nicht ganz durchdacht. Sie dachte, ich habe Arrest vom Haus. Also, sie hat mir eine Tasche gepackt, mich zur Tür begleitet. Ich so, Mom, für wie lange? Sie so, ja, hier waren 2 Wochen, werden angebracht. Ich habe draußen Micha getroffen. Er so, Digga, was machst du hier draußen? Ich so, ich habe Hausarrest, was soll ich machen? Ich will nicht, dass sie schlecht über meine Mutter denkt. Ich habe sehr viel Respekt vor meiner Mutter und ich finde, jeder sollte Respekt vor seiner Mutter haben. Deswegen einen riesengroßen Applaus an alle Moms. Let's go, lass was hören. Wir haben uns einmal gestritten und ich habe aus blanker Wut einfach die Tür zugeknallt. So, bam, hat sich wirklich gut angefühlt im ersten Moment. Im zweiten Moment hatte ich so viel Angst, dass ich die Tür wieder aufgemacht habe und gesagt habe, Mom, das war der Durchzug, ich habe ein Fenster aufgemacht. Das ist einfach passiert. Ich mache jetzt Comedy schon seit 3-4 Jahren und meine Mama hat sich nicht wirklich dafür interessiert. Und so nach 2-3 Jahren wollte sie endlich ein Video von mir sehen. Und ich war mega angespannt, weil sie hat noch nie irgendwas auf der Bühne von mir gesehen. Und ich habe ihr ein Video gezeigt, wo ich das erzählt habe, was ich euch gerade erzählt habe. Und ich war komplett angespannt. Ich saß auf der Couch, habe so meinen Mundschutz schon reingemacht. Nein. Und sie saß neben mir und wir gucken das gemeinsam. Und ich habe sie noch nie so glücklich gesehen wie in dem Moment. Und danach habe ich 4 Wochen Hausarrest bekommen. Freunde, vielen Dank. Das war's von mir. War ein tolles Publikum. Dankeschön. Ivan Thieme. Ja. Von der Ukraine kommen wir jetzt in deutlich entferntere Gefilde. Quasi nach Südrhein-Nordharz. In den Odenwald. Der Odenwald liegt irgendwo zwischen Ober-, Unter-, Mittelfranken und Grimma. Der Odenwald, ich betone, mit stummem H. Also das H bei Odenwald wird nicht mitgesprochen. Und der Odenwald, also wer diese Region nicht kennt, der Odenwald ist ja berühmt für die zahlreichen Oden, die dort
Na, das hat aber gedauert. Das ist normal in Leipzig, wenn man was zum Thema Orthographie erklärt. Na, das muss ich erstmal im zerebralen Sediment absetzen. Ja, jedenfalls sind ja im Odenwald zahlreiche Oden entstanden. Man spricht ja in literarischen Fachkreisen auch vom Odenhochstand. Und eine der schönsten Oden, also es gibt natürlich unterschiedliche Oden, es gibt ja auch öde Oden, öde Oden, aber die schönste Ode ist zweifelsfrei die Ode an die Freude von Friedrich Schiller, wurde ja vertont von Ludwig van Beethoven. Er hat die Ode an die Freude vertont, damit auch blinde Menschen was davon haben. Und wie komme ich darauf? Ach genau, der aktuelle Bezug ist momentan, wäre ja unter normaler Situation jetzt die Fußball-Europameisterschaft. Und wir haben zu diesem Thema hier natürlich einen Experten eingeladen. Logisch, wir sind up to date. Die EM ist jetzt leider ausgefallen. Wir haben den Experten natürlich trotzdem hergeholt. Freuen wir uns auf ihn. Begrüßen wir ihn, Rolf Miller. Der Olaf, ne? So ist das. Ja, jetzt wäre ja Fußball-Ding. Jetzt wäre Euro. Euro-WM. Jetzt. Und die Jungs waren gut drauf vom Yogi. Die waren ja. Und dann kommt der Koma-Virus da. Die waren so gut drauf wie vor 2 Jahren wo waren das? 2018 beim Putin. Weißt du noch, das war, so viel Pech war noch nie. Das war, wir waren praktisch schon mit einem Fuß im Final-Ding. Und dann verlieren wir auf einen Schlag die ersten 3 Spiele. Das war. So viel Pech war noch nie. Der Gomez, weißt du noch, der Mario-Ding, der hätte beinahe zum ersten Mal bei einem Turnier einen Ball berührt. Das war so knapp. Das war Pech. So viel Pech war noch nie. Na, der Gomez, weißt du, der Luftloch Mario, ne? Komplett am Ding vorbei. Aber weißt du, die waren alle nix. Die waren alle. Wenn ich da anfange, die waren mit dem Debrifilator auf dem Platz. Das war eine Schildkrötenunterfunktion. Die Sportart war auch gar nicht klar. Ne? Ja, Fußball war es nicht. Der Jürgen ist einmal zu spät gekommen. Also, was ist denn das? Was machen die da? Das Paralympics für Gesunde, oder drehen die einen Film, weißt du, Männer, wo auf Bälle starren. Der Bella Reti hat gesagt, was Sie hier sehen, das sind reale Bilder, das ist keine Zeitlupe, hat er gesagt. Bella Reti, kennst du? Reti, normal hat er keine Ahnung. Der hat noch nie das gleiche Spiel wie ich gesehen, aber da, gut, und jetzt. Aber weißt du, wenn jetzt der Impfstoff kommt, da nein. Dann rennen sie vielleicht wieder, nicht? Ich meine, das mit dem Virus, das ist schon, aber der Achim, der schimpft ja dermaßen. Ich habe gesagt, Achim, mach langsam. Achim, jetzt gilt eins. Wir dürfen jetzt keine Panik vermeiden. Ne? Der schimpft, der schreit, ich bin noch nicht ganz sauber, wegen 0,1% schicke mir 100% in Einzelhaft. Ne? Das sind doch alles Behauptungen, was die da feststellen. Mit ihren Wasserstandsmeldungen, RKI und Ding. Ne? Der Achim schimpft. Er hat gesagt, demnächst müssen wir einer alle Fledermaus fressen. Weißt du, Fledermaus, Rot-Weiß, Pommes, Ding. Ne? An Silvester müssen wir uns noch einen China-Böller in den Arsch stecken, wenn die es noch wollen. Er hat gesagt, Achim, jetzt, komm. Das darfst du aber nicht laut sagen. Leis langt auch. Ne? Ah, ja. Das ist Leute, wir müssen jetzt. Das ist halt mal. Ne? Wir müssen die Tatsachen im Dorf lösen und wir schaffen das auch. Das ist nicht aufregen. Ne? Ich sage immer, das ist alles schlimmer, wie es sich anhört. Ne? Das Wasser wird nie so heiß, wie es ist. Ne? Und die ganze Verschwörung, die muss lösen, die rede viel, oder? Lass doch reden. Ne? Man darf nicht immer alles glauben, was man denkt. Ne? Mein Nachbar, dem wächst der Aluhut aus der Fontanelle, der von Anfang. Seit März mäht er der Rasen.
Der ist komplett, jeden Tag, auch wenn es hagelt. Jeden Tag so viel weniger. Den nächsten fährt er mit seinem Bulldog in den Keller und rein in die Sauna. Das einzige Gute an dem Virus ist, dass dem seine nicht mehr dauernd bei uns in der Küche mit dem Kaffee da ist. Wir sind immer alles besser. Eine wandelnde Freisprechanlage ist das. Aber sprachbegabt, muss man zugeben. Sprachbegabt, spricht fließend Blödsinn den ganzen Tag. Fehlerfrei. Und der, ihr Parfüm, wenn du das rieche schon 100 Meter, du weißt schon. Das Parfüm von der, wenn das weltweit verteilst, ne, dann knickt der Eidevirus. Zack, ist er weg. Und dann raucht sie an, die stinkt. Der Ari hat gesagt, die kannst du demnächst einstellen bei Dixi. Da kannst du als Geruch anfangen. Albertfrei. Schafft beim Friseur. Friseuse im Endeffekt. Ne. Ihre Schwester komplett anders. Aber genauso am Ding vorbei. Ne. Die hat einen Öko-Bio-Lade. Da laufen so, weißt, so vegan, so glutenfreie Ingwergesichter laufen da rein. Ne. Die ist auch schon 100 Meter vor dem Eingang. Da bin ich mal rein in den Laden und gesagt, was ist denn das? Veleda, das ist doch ein Putzlappen. Ne. Ich sag, nein, das ist so Öl für die Haut, weißt du? Ja, die essen, trinken nichts, nur die Haut wird dann zäh. Ne? Die wird zäh wie Leder. Ja, und ihr? Aber weißt du, warum ich glaube, dass die Frau Friseurin nicht mehr bei uns hier Operation schiefgegangen. Schlauchboot ist ein Flunder dagegen. Das habe ich zu meiner gesagt, so was, da muss ich aufbeißen. Finger weg, weißt du? Wenn du das anfängst, wann hörst du auf? Das ist dann leichter gemacht als getan. Ne? Operation, das ist ein ganz schmaler Spagat. Dann. So, und bevor ich mich verzettel, jetzt geht's weiter mit dem Olaf, wie hörst du, der Olaf Ding? Schumann, da ist er. Ja, komm rein, trau dich wieder. Sechste, ja. Rolf! Weil ich dich gerade hier habe, was ich ja schon immer wissen wollte, ist jetzt bei dir. Klar, also jetzt rein vom Ding her. Mhm. Normal schon. Ne? Aber das ist das, ne? Da musst du. Du musst froh sein, wenn du heute überhaupt noch klipp und klar sagen kannst, ja, wie jetzt. Aber das heißt, dass du im Endeffekt dann trotzdem mehr oder weniger... Ja, es kommt drauf an, wie das Ganze jetzt. Bei mir aber ist, schöne Gegend hier, naja, wunderbar. Es ist aber für mich ist es ja eher so, dass ich, sag ich mal, aber das ist ja auch schon wieder so lange her, dass ich ja mit, also jetzt das... Gar nicht mehr, das kannst du überhaupt nicht mehr vergleichen, ne? Genau, das ist im Endeffekt meine Rede. Ne? Aber rein sprachlich muss ich sagen. Ich vom Sprachding, ja. Grad, weil ihr so viel... Ich bin auch sehr verbal, was Reden betrifft. Also da bin ich... Aber mit eurem Dialekt, da hab, also ich rede ja Hochdeutsch. Ne? Ja. Und schwierig, ne? Ja. Schwierig. Nee, ich finde, wir reden beide nur mal. Ja. Aber das Hochdeutsche bei mir war angeboren. Ne? Ich bin rausgekommen, hab im Kreissaal gesagt, Mama, bring mir mal ein Gläschen Schmier da für die Krumpern. Und dann, zwei Minuten später war ein Gläschen Schmier mit den Krumpern da. Ja, verstehst du? Naja, klar. Das verstehst du jetzt nicht, na, weil du ja Dialekt sprichst. Ne? Genau. Ja, aber wir verstehen uns ja auf einer anderen Ebene nicht. Trotzdem, also Verständnis heißt ja nicht, dass man immer, also man, das ist ja Ansichtssache, weißt du, Rolf? Aber rein vom T-Shirt passt. Ja. Ne? Genau. Und vom Genital auch, wir haben ja beide ein kleines Zipfelchen. Und jetzt kommt auch eine zu uns, ein Gast, sie hat einen Wunsch, denn ihr aktuelles Programm heißt, im nächsten Leben werd ich Mann.
Das heißt, sie will so sein wie ich kann das verstehen. Und um ihr jetzt die volle Präsenz auf der Bühne gewährleisten zu können, würde ich sagen, Blatt. Machen wir den Fichtner und ziehen den Guppi. Mache Blatt. Aus der Wärmflasche. Wir machen Platz. Blatt. Rolf Miller. Olaf Schubert. Servus. Und jetzt kommt Mirja Regensburg. Dankeschön. Ja. Eine geile Überleitung mit der Fettbämme. Ne? Nein, ich möchte tatsächlich im nächsten Leben Mann werden. Ich oute mich da ganz offen. Weil man sieht an Olaf auch, ne, die Corona-Zeit ist völlig spurlos an ihm vorübergegangen. Er sieht doch genauso aus wie vorher, oder? Das kann... Danke. Ja. Das ist echt, weil wenn Männer sich auch oft nicht so einen Kopf machen, ne? Männer erwarten auch nicht so viel. Mir ist auch aufgefallen in dem Wort, erwarten steckt ja nicht umsonst. Er und warten. Und bei der Corona-Zeit, ich habe es gemerkt, ne, zu Hause ganz normal, Partnerschaft, also ich betreue ihn und es war wirklich, ne, ich schneide ihm die Haare mit der Bastelschere, klassische Räumverteilung, haben mir viele Frauen, glaube ich, gemacht. Ne, mit der Bastel- und wir, ich hatte immer noch keinen Friseurtermin, ich habe immer noch voll den Corona-Ansatz, guck mal, ist krass, echt. Mich haben sie heute im Aldi gefragt, ob ich eine zweite Kasse aufmachen kann. Nein. Spaß, war Rewe. Nein. Aber es ist heftig, ne? Es ist, irgendwie ist alles anders, auch so generell, so die Corona-Kilos. Ich habe ja nur gebacken, ich backe alles inzwischen, echt. Ich habe alles gebacken. Und ich habe so viel gebacken und dann habe ich auch gemerkt, nee, ich habe doch ein paar Corona-Kilos drauf und habe einfach auch echt ein bisschen zugenommen. Ich müsste dann Sport machen, das ist mir dann auch klar geworden, aber es war mir jetzt auch zu gefährlich in der Zeit. Ich mache ganz selten Sport. Ich will, dass es was Besonderes bleibt. Nee, und ich habe dann gedacht, okay, du müsstest jetzt wirklich ein bisschen was machen, ne, weil ein bisschen was dazugekommen ist. Ich habe auch gemerkt, so der Bikini vom letzten Sommer, der passt mir jetzt nicht mehr. Gut, wir fahren nicht in Urlaub, aber ich habe ihn anprobiert. Also passt nicht mehr. Ich hatte ihn an, aber man hat ihn nicht mehr gesehen. Warum lachst du da so? Der Kauf allein war schon so geil. Da habe ich auch gedacht, im nächsten Leben werde ich Mann. Wie kompliziert das ist, wenn man als Frau ein Bikini kauft. Ich bin in so ein Bikini-Fachgeschäft, also so ein Büstenhalter-Fachgeschäft reingegangen. Kennt ihr noch diese Büstenhalter-Fachverkäuferinnen? So ein klassisches Geschäft, wo die noch mit der Hand noch Maß nimmt. So ein Laden. Und da bin ich da reingegangen, da war das aber nicht eine Frau, die ja verkauft hat, sondern ein Mann, ein Typ. Ja, aber jetzt nicht so ein Typ. Hallo, na, schauen Sie sich mal um, sondern so ein Typ. Hi. Und der guckt mich echt nur ganz kurz von oben nach unten. Ne? Guckt einmal, nimmt ein Bikini aus dem Regal, der mir echt sofort gefällt. Ich denke, oh krass, gut, Höschen war ein bisschen knapp. Ich dachte nicht, dass der sich vertan hat und es ein Einstecktuch für unten rum. Und denk, komm, probierst du den an. Geh in die Umkleidekabine, war da eine ganze Packung Gratis-Slip-Einlagen. Der Hygiene wegen, das hatte ich auch noch nicht erlebt. Dachte ich, ah, okay, wenn ich das nächste Mal in der Stadt bin, hab Nasenbluten, weiß ich, wo ich hingehe. So. Ich ziehe den Bikini an, der Bikini passt. Was mache ich als normale Frau? Ganz typisch, ziehe natürlich noch sicherheitshalber 30 andere Bikinis an. Könnte ja noch ein besserer dabei sein. Ich habe die ganze Packung Slip-Einlagen aufgebraucht. Dann bin ich wieder zurück in den ersten Bikini. Kommt der Verkäufer, ich sage, na, was meinen Sie? Bin ich nicht zu dick für so ein Bikini? Da sagt er, Sie sind eine wunderschöne weibliche Frau. Sie haben perfekte Proportionen. Das Wort Venus fiel und dann habe ich ihn nicht mehr richtig gehört. Ich habe den nur noch wie durch so eine... Milchglasscheibe gesehen. Da war ein Einhorn. Seifenblasen waren in der Luft. Jemand spielte Geige. Gut Geige. Ich habe mich in meinem inneren Ohr so singen hören. Ich gehe mit dir, wohin du willst. Auch bis ans Ende dieser Welt. Dann hat er mich so komisch angeguckt. Ich habe gemerkt, oh, das habe ich doch nicht nur in meinem inneren Ohr gesungen. Dann legt er noch einen drauf, sagt er, ja, der hohe Ausschnitt des Höschens betont ihre langen Beine, macht sie noch länger. Frauen sehen sich selber ja immer völlig falsch. Wir Männer gucken bei einer Frau im Bikini zuallererst auf den Busen und der ist wunderschön. Ich habe dem natürlich null geglaubt. Dem Spiegel auch nicht, mir selber schon mal gar nicht, bin raus aus dem Laden. Da habe ich gedacht, das ist eine typische Frau. Ne? Ein Mann, ne?
Badehose, du hättest sie sofort gekauft, oder? Wenn du richtig crazy gewesen wärst, dann hättest du sie noch in drei anderen Farben gekauft und raus aus dem Laden, wenn die passt, oder? Und wir Frauen, wir machen, ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit meinen Freundinnen, wo wir abnicken gegenseitig, ob das gut ist. Ja? Wisst ihr, wie oft ich schon in der Umkleidekabine gestanden habe und gewartet habe, bis die zwei Häkchen blau sind? Der macht's auch keinen Mann. Ich kenne keinen Mann, der in der Umkleidekabine steht, macht ein Selfie von schräg oben, Wampe rein, Arsch fest. Und erst wenn Igel und Zecke sagen, dass die Büchse gut sitzt, dann kaufen die die? Nein. Dann seid ihr raus aus dem Laden. Ich bin aber noch durch die ganze Stadt, durch sämtliche Kaufhäuser. Und dann ist das Geilste, was auch eine Frau immer macht, sie kauft alles, bloß kein Bikini. Ne? Ich hatte einen Urlaub für 2021 gebucht, Lippenstifte, Sneakers, ich hatte alles, aber immer noch kein Bikini. Und dachte, komm, probierst es noch mal wieder in so einen kleinen Laden rein. Jetzt war aber eine Frau die Verkäuferin. Gleiche Situation, völlig anders. Ich komme rein, ich sage, guten Tag, ich suche ein Bikini. Ach, die guten Teile sind alle schon weg. Denkst du, super Verkaufsgespräch-Einstieg? Dann nimmt sie so einen leberwurstfarbenen Bikini aus dem Regal. Ich sag, haben sie noch Senf dabei? Komm ich in die Umkleidekabine, sind da keine Slip-Einlagen? Habe ich erstmal welche ausgelegt aus der Boutique vorher. Zieh den Bikini an, bin relativ unsicher. Ich sag, was meinen Sie? Da sagt sie, ach, vielleicht sind Sie einfach mehr Typ Badeanzug. Dann haben Sie mehr Halt. Halt die Fresse, dachte ich. Hab ihn natürlich nicht gesagt. Hab ihr schön mit dem Bikini den Mund zugemacht. Ich sag, halt, haben Sie Angst, dass mein Bauch früher im Wasser ist als der Rest von mir? Ach, ich dachte, dann fühlen Sie sich vielleicht besser. Ah! Hab ich ihr noch die Slip-Einlagen reingesteckt, also oben. Ich raus aus dem Laden, ich hatte die Nase so voll. Ich bin wieder zurück zu meinem Bikini-Verkäufer, zum Robin Hood des knappen Höschens, zum Verfechter aller Weight Watchers Opfer. Kommen da an, stehen die Einhörner noch im Flur, begrüßen mich. Er sagt, na, haben Sie sich entschieden? Ich sage, ja, ich nehme den ersten Bikini. Da sagt er, das machen alle so. Da habe ich gedacht, I'm great, I'm awesome, I'm almost there. Dankeschön. Mirja Regensburg. Mirja Regensburg. Hervorragend performt. Geil abgeliefert, wie wir in Fachkreisen sagen. So, bei unserem nächsten Gast, gebe ich zu, hatten wir Bedenken, ob wir ihn einladen sollen. Kriegt man im Fernsehen nicht mit, in der Garderobe ist Tumult. Wir hatten Bedenken, ob wir unseren nächsten Gast einladen sollten, aber wir haben natürlich auch eine Verantwortung. Wir sind ja hier im MDR, also im hoffentlich rechtlichen Rundfunk. Und da brauchen wir natürlich etwas, was in keiner Sendung heutzutage fehlen darf, einen Wissenschaftler. Und unser Wissenschaftler ist natürlich Verfechter des Mindestabstands. Bei seinen Experimenten beträgt er normalerweise 30 Meter. Für euch macht er heute mal eine Ausnahme. Und es wird jetzt gleich in der Folgezeit hier auf der Bühne ganz schön was aufgebaut. Da ist jetzt gleich ein bisschen Tohu Wabohu. Aber er hat uns versprochen, der Abbau geht ganz schnell, denn zum Schluss ist alles verbrannt. Ich freue mich wirklich, dass er hier ist. Also er ist für mich der begabteste Virologe seit Entdeckung der Aerosole. Und wenn es eine zweite Welle gibt, ich bin mir sicher, er wird darauf surfen. Hier ist er, real und livehaftig. Ich freue mich... Was sind denn das für Geräusche? Ich freue mich so dermaßen, dass ich mich dermaßen freue. Hier ist Konrad Stöckel. Ah. Stimmung! Moin Leute! So, so viel wird der Ding. Stimmung für euch! Jawohl! Hallo der Herr! Stimmung! So! Moin! Ja! Ich bin für Experimente zuständig, Leute. Erstmal die Sicherheitsbedingungen. Ja, bei Experimenten, da kann ja hin und wieder was schief gehen. Also, falls es hier zu einer Katastrophe kommen sollte, dann richtet ihr euch hier auf der linken Seite bitte nach diesem Pfeil und geht so links rum raus. Ja, die Pfeile leuchten hier überall an der Wand auf. Ganz egal, ob ihr von vorne oder von hinten guckt, der Pfeil zeigt immer in dieselbe Richtung. Ja, für die Leute auf der rechten Seite, für euch gilt nicht das Gleiche. Ihr richtet euch bitte nach diesem Pfeil. Ja, auch egal, vorne von hinten kommt, einfach so rum rausgehen. Zack, immer so. Für die Leute, die in der Mitte sitzen, ja, ihr bleibt im Himmelswillen sitzen und steht auf gar keinen Fall auf. Sonst entsteht Panik, wenn die Zuschauer von der linken Seite laufen auf die rechte Seite, die von der rechten laufen auf die linke. Also nicht aufstehen, sondern sitzen bleiben. Im Falle eines Falles nicht vergessen, die Feuerwehr zu alarmieren. Dankeschön. Stimmung. Ja. Aber Leute,
Ich komme da nicht richtig mit hin, ne? Aber Leute, natürlich habe ich mir auch Gedanken gemacht, wie kann ich das Virus besiegen? Und eine Sache, wie wir es auf jeden Fall schon mal einfrieren können, ist natürlich immense Kälte. Jetzt habt ihr zu Hause ja im Kühlschrank eher so minus 18 Grad Höchsttemperatur. Aber das kann man natürlich steigern, zum Beispiel bei den Leuten, die zu Hause einen Feuerlöscher haben. Ja. Hier im Feuerlöscher, was ist da drin, Mignon? Feuer, du hör mal auf, du Komiker hier, pass auf. Da ist natürlich Kohlenstoffdioxid mittlerweile drin, damit nicht alles eingesaut wird. Aber das kommt da wirklich eiskalt raus, ist hier mehrere Bar gepresst, ungefähr 150 Bar gepresst hier. Kohlenstoffdioxid kommt ungefähr bei minus 50 Grad raus und somit kann man Viren schon mal einfrieren. Ja? Ich demonstriere, du bist jetzt mal, wie heißt du? Felix ist das Virus, okay, ab geht der Peter. So frieren wir Felix in kürzester Zeit ein. Ihr merkt, das ist ein bisschen lauter. Hier wollt ihr auch. Ja, da fliegt das Glas um. Das ist bei meinen Shows üblich. Okay, Felix, das Problem ist jedoch bei dieser Methode. Es ist wirklich wahr, der Virus würde einfrieren. Die Wissenschaft hat allerdings leider rausgefunden, dass das friere Virus, wenn es auftaut, wieder weiterlebt. Ja, Felix? Also müsste man ständig einfrieren, das wäre natürlich dumm. Also, diese Version hat schon mal nicht geklappt. Jetzt! Hab doch geil gemacht! Guck mal, für dich jetzt. Jetzt haben die hier allerdings beim neuen Schauspiel was gefunden, das gibt es eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr. Fand ich auch dufte. So einen schönen alten Feuerlöscher, ja? Das geht natürlich nur oberflächlich. Also, wenn man anfängt zu pumpen, wird das natürlich... Oh, Felix, gute Reaktion, schnelles Reaktionsvermögen. Wie heißt der Freund neben Felix? Chris. Dann kriegst du das ab, Chris. So! Also, das schöne Desinfektionsmittel, was hier drin ist, das brennt nicht so, wie du merkst, ja, wie die anderen Desinfektionsmittel. Aber für den reinen Tod ist es nicht zuständig. Entschuldigung, ich weiß, das ist unhöflich von mir. Deshalb, pass auf, ich krieg dich wieder trocken. So, danke dir, Herr. So, Leute. Hier habe ich mal aus Abflussrohren eine Kanone gebastelt. Ja. Hier unten, das ist die Druckkammer. Guck mal, Felix, du siehst echt noch 1A aus. Dein Kumpel daneben nicht. Keine Sorge, mein Junge. So, zack, hier ein kleines Ventil eingeklebt. Und eine Luftpumpe. Dieses Plastikrohr, liebe Leute, das hält so einen Druck ungefähr aus von 50 Bar. Ja, das ist schon relativ viel, besonders weil die meisten Leute das ja nur aus dem Auto kennen und denken, also in meinem Autoreifen sind 2 Bar. Dabei berechnet man oft bei sich, dass unser atmosphärischer Luftdruck ja schon 1 Bar beträgt. Also da ist wirklich wenig drauf. So, damit ich dich wieder trocken kriege, habe ich hier ein schönes Hemd für dich. Ja, aus den 70ern importiert. Ja. Guck mal, das ist gleich dein eigen Minion, damit du wieder schön trocken bist. Und da kommt das T-Shirt natürlich hier oben in die Druckkammer rein. Ja. Schön gedrückt hier. So, ja, jetzt machst du erstmal ordentlich sauber da den Tisch abdecken. Genau, sehr gut. Ja, da wird mitgedacht, Felix. Sehr gut, Minion. So, ein bisschen Konfetti noch oben drauf. Ja. Okay, die Ladung ist schon mal drin. Jetzt das Ganze natürlich Druck drauf geben. So Leute, mit so einer Handpumpe 50 Bar kriege ich nicht hin, aber so 7, 8 Bar werde ich schaffen. So, ist jetzt der anstrengende Teil der Show. Ja. So Leute, 3 Bar sind drauf. 4. Ich meine, so weit muss ich nicht, ne? Das sind hier 5 Meter. Aber ich, da musst du ein bisschen stärker fangen. So. Und bei 6 angekommen. Okay, Leute. Ab geht der Peter, macht einen Countdown von 5! 5, 4, 3, 2, 1! Jawohl! Wunderbar, liebe Leute, das war's von mir, das hat geklappt! Ich sage, Stimmung! Konrad Stöckel. Jawohl! Jawohl, das war Olavs Club Nummer 4. Wir bedanken uns bei euch und natürlich bei unseren, ich sag mal, Künstlern. Applaus für Friedemann Weise, für Ivan Thieme. Wir sagen Dank an Rolf Miller und Mirja Regensburg. Dank an euch und wer will, nächste Woche wieder. Bis dahin, adieu.